Und ich meine, das ist wirklich jetzt die Insel zum Reichwerden. Hier unten ist Zuckerrohr, man geht einmal durch, hat fast 10.000 Stars. Kurz vorab, falls es ab und an laggen sollte, tut es mir echt leid. Mein Laptop ist zwar eigentlich echt gut, aber ich habe keine Ahnung, irgendwie raffte das trotzdem nicht ganz. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skybound. Ja, mittlerweile ist es jetzt schon die vierte Folge, glaube ich, genau. Und macht auf jeden Fall richtig Bock, das Projekt. Kurz vorab, weswegen oder ich mich vielleicht, also kann sein, dass ich mich heute vielleicht ein bisschen erkältet anhöre oder sowas in der Art. Das liegt nicht daran, dass ich krank bin, sondern das liegt daran, dass jetzt Frühling ist und die verdammten scheiß Gräserpollen jetzt anfangen zu fliegen und ich Heuschnupfen habe. Und naja, das erklärt natürlich die ganze Sache dann. Aber das soll jetzt auch nicht weiter das Thema sein. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar, weswegen jetzt Lelle nicht dabei ist und so weiter, das habe ich im gestrigen Video angesprochen. Wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, könnt ihr auch auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Heute in der Folge habe ich auf jeden Fall einiges vor. Wird auf jeden Fall richtig heftigen Fortschritt geben. Und dieser Creeper da vorne, der sagt schon mal was zu dem Fortschritt. Am Markt gibt es auf jeden Fall richtig fette Preise dafür, wenn man so Mob-Loot, also was weiß ich, Gunpowder, Knochen und so weiter verkauft. Also da bekommt man auf jeden Fall ordentlich Geld rein. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, lass eine fette Mob-Farm bauen. Und als zweites, was ich machen werde, werde ich eine Hühnchenfarm bauen. Denn Hühner haben wir schon. Und die Hungerbalken, also der Hunger ist auf jeden Fall echt heftig hier auf den Inseln und dann kann man wieder nicht mehr sprinten und das nervt echt. Und deswegen haben wir überlegt, lass einfach mal irgendwas bauen, also lass einfach mal eine Essensfarm bauen. Und da bietet sich natürlich eine Hühnchenfarm, wo man dann gleich gegrilltes Hühnchen rausbekommt, bietet sich da richtig gut an. Und deswegen werde ich das dann heute auch gleich mal machen. Ja, aber davor, bevor ich jetzt halt mit dem Bauen der Farm anfange und sowas, werde ich euch erst noch den heftigen Fortschritt zeigen. Der ist nämlich heute, also zwischen der letzten Folge und dieser, ist der nämlich wirklich heftig, richtig heftig. Denn wir haben echt beide fett gebaut. Ich habe mir einfach mal überlegt, was könnte man noch gebrauchen, was haben wir noch nicht. Und das ist ein Lagerraum. Und deswegen habe ich mich einfach mal hingehockt und habe mir gedacht, lass einen Lagerraum bauen. Gehen wir hier einfach mal kurz rein. Und hier stehen wir jetzt halt in dem fetten Lagerraum. Hier auf jeden Fall eine fette Reihe Öfen, überhaupt nicht übertrieben. Bisschen grobes Lagersystem, einfach so im Bauzeug. Und hier gecraftetes. Hier so, wie habe ich es genannt? Organisches Zeug. Ja. Hier ein paar Erze. Auf jeden Fall, wir haben jetzt auch schon richtig heftig Eisen. Also das ist jetzt auch schon nice. Und halt hier eben besonderes Zeug. Auch der liebe Lelle hat was gebaut. Und zwar lustigerweise ich auf seiner Insel und er auf meiner Insel. Aber da gehen wir mal hin, denn der Typ, der ist richtig ausgetickt. Der ist richtig durchgedreht einfach. In 3, 2, 1. Dum, dum, dum. Ja, das nenne ich mal eine heftige Zuckerrohrplantage. Also, ja, soweit das Auge reicht. Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Dadurch kann man sich auch erklären, warum ich hier oben 85.000 Stars habe. Auf jeden Fall lasst schon mal dafür ein Like da, das ist heftig geworden. Hier vorne habe ich mir gedacht, hier werde ich so die Farmen reinbauen. Es kommt halt jetzt eine Hühnchenfarm, die baue ich heute, aber da werden auch noch andere automatische Farmen sozusagen folgen. Zum Beispiel Melonenfarm möchte ich bauen, eine Kürbisfarm und noch etliche Sachen. Aber bevor ich hier anfange zu bauen, muss ich natürlich erst noch hier ein bisschen den Boden fertig machen. Und das mache ich jetzt mal kurz und wir sehen uns gleich. 2000 Jahre später. So Leute, da bin ich jetzt wieder. Das hat jetzt allerdings alles etwas länger gedauert wie geplant. Denn ich habe mir überlegt, da die Farmen ja doch teilweise ein bisschen höher sind und man vielleicht doch mal gern oben hoch möchte, habe ich das Ganze jetzt einfach hier 3 Blöcke nach unten verlegt, den ganzen Boden. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon ganz nice so geworden. Den Rest des Bodens werde ich mal wann anders machen, weil das jetzt hier hat jetzt schon fast eine halbe Stunde gekostet und die Folge soll ja heute noch online kommen. Also hier wird dann in etwa die Hühnerfarm hinkommen. Ich suche mir jetzt einfach mal die Sachen zusammen, die ich dazu brauche. Das Glas, paar Schönheitsblöcke, ein paar Eier, Werkzeug und ab zum Markt. 2 Dispenser, einmal, zweimal, 2 Hopper, die sind arschteuer. 3000 Stars, ein Hopper, ein Stack Redstone, ein paar Redstone-Fackeln, so ein Comparator und ein Repeater. Ich habe mir jetzt mal kurz ein Bild aufgemacht, Screenshot, wo ich das schon mal in meiner Singleplayer-Welt ausgetestet habe. Und dann bauen wir das mal hier so
Und dann kann ich das halt jetzt eben hier ganz chillig abbauen. Kommt Redstone drauf, dann kommt der hier kommt wieder weg. Und hier unten kommt dann eine kleine Fackel hin. Und jetzt kommt hier oben da das hier hin. Jetzt kommt der zweite Dispenser, der jetzt die Eier rausballern wird, kommt hier hin. Und hinter den ein, ist ja jetzt richtig rum, genau, ein Comparator. Hier kommt auf jeden Fall eine Kiste hin. In die zeigt dann der Hopper hinein. Hier oben führt jetzt auch ein Hopper in den Dispenser hinein. Also hier kommen dann die Hühnchen sozusagen rein. Und damit das Ganze natürlich hier auch schön aussieht, verkleiden wir das eben mal kurz. Hier kommt der Lava-Eimer rein. Und dann ist das Ganze auch schon fast fertig. Hier kommt noch so ein Block. Und hier kommt auch noch. Und genau, zur Schönheit und damit ich auch noch die Kiste aufmachen kann. Die beiden kommen wieder weg, damit mich vertan. So, da, das kommt so hin. Und jetzt kommt das Glas. Und jetzt müssen hier rein nur noch die Hühnchen kommen. Dazu habe ich 7 Eier. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier 2 Hühner rauskommen. Als ob hier kein einziges scheiß Hühnchen rausgekommen ist. Es ist nicht dein Ernst, oder? Dann Mission Hühnchen holen. So, hier hätten wir jetzt 2. Och nö, das sind jetzt 3. Ist mir jetzt auch egal. Komm zu Papi. Komm. Komm zu Papi. So, jetzt beweg dich hier rein. Oh, sehr schön. 2 Hühner sind drinnen. Die ziehe ich jetzt groß. Das dritte, das kill ich jetzt einfach. Kein Bock. So. Da sind 2 Hühnchen drinnen. Und die kann ich jetzt halt großziehen. Die werden da oben jetzt halt immer fleißig Eier legen. Und das Prinzip ist dann folgendermaßen, die legen da oben Eier, die werden dann hier unten rausgeworfen, also fliegen hier raus. Und wenn dann hier Hühnchen entstehen, werden die dann, sobald die erwachsen sind, von dieser Lava hier gegrillt. So Leute, ihr seht's, ich befinde mich jetzt hier wieder auf meiner Insel, auf der Farming-Insel. Hier richtig fette Farm und ich würde sagen, zum Abschluss der Folge fange ich auf jeden Fall schon mal an mit dem Bau der Mob-Farm. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt mal eine nice Timelapse. Upsi. Alles klar. Gut, dass man nichts verliert. Nee, ich wollte euch zeigen, wie weit ich jetzt mal bin. Das ist auf jeden Fall hier, sind schon mal die Wasserläufe. Hier wird dann das Wasser platziert werden. Das sind genau 8 Blöcke, weil das Wasser genau 8 Blöcke weit läuft. Sieht man jetzt auch hier schon schön. Hier drüben kommt natürlich auch noch ein Wasser hin. Genau. Und dann werden die Mobs halt eben von allen Seiten hier runtergespült. Hier oben kommen dann die Spawnflächen hin. Und fallen dann hier runter. Da unten kommt natürlich noch Blöcke hin, wo man die dann killen kann und so weiter. Genau, Leute, das war es jetzt auch schon von der Folge hier. Heute ein bisschen weniger mit Challenges und sowas. Das kommt dann nächstes Mal wahrscheinlich wieder. Dafür habe ich heute echt fett gebaut. Und ich meine, das ist wirklich jetzt die Insel zum Reichwerden. Hier unten ist Zuckerrohr. Man geht einmal durch, hat fast 10.000 Stars. Jetzt noch die Mob-Farm. Das wird auf jeden Fall richtig nice werden. Da werden jetzt auch noch etliche Fortschritte kommen in den nächsten Folgen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch das Projekt genauso viel Spaß macht wie mir, dann zeigt mir das auf jeden Fall mal mit einem Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne hier unten rechts gleich machen. Und dann würde ich sagen, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.